So läuft eine zukünftige afrikanische Königin. In wenigen Tagen wird sie in Ghana gekrönt. Hier in Altlusheim bei Hockenheim gibt es schon mal eine erste königliche Kleiderprobe. Beraterin ist ihre beste Freundin Daniela. Das gefällt mir. Bunt ist immer schön. Und das ist ein besonderes Tuch, wo die König und Königin benutzt. Dass sie von königlicher Abstammung ist, war klar. Aber der Anruf aus ihrem Heimatdorf kam dann doch überraschend. Der Ältestenrat hatte sich für die Auswanderin entschieden, auf Empfehlung ihres daheimgebliebenen Vaters. So wie ein Traum, also für mich war er richtig Schock für mich. So. Krone und Zepter bekommt die 40-Jährige aber erst in Ghana. Die Zeremonie dauert mehrere Wochen. Zum großen Abschlussfest kommen viele der 30.000 Untertanen. Viel Verantwortung. Meine Dorf ist sowieso nicht so reiche Leute. Und wenn du als Königin bist, dann kommen die Leute zu dir und fragen für Hilfe. Für die Kinder da spenden. Deswegen nimmt sie zur Krönung schon mal Kinderklamotten mit. Als Königin will sie nämlich den Kleinsten und den Frauen helfen. Also in Deutschland ist alt, aber bei uns ist wie neu. Als Königin, ich weiß, ich kann viel verändern. Und ich glaube, die Leute, die denken, ich kann das auch machen, deswegen haben die mich auch gewählt, denke ich, ja. Das heißt, mehrmals im Jahr nach Ghana fliegen. Regieren wird sie als moderne Königin hauptsächlich von Deutschland aus, mit WhatsApp und Skype. Schließlich muss sie hier ja auch noch ein kleines Königreich managen. Kochen für die eigenen Kinder und ihren Partner. In Ghana erwartet sie ein anderes Leben. Ich darf nichts machen. Ich darf nicht kochen, ich darf nicht einkaufen und nicht in der Küche stehen. Aber wenn ich zurück hier komme, dann bin ich wieder normal. So wie normale Mutter halt. Ich muss für meine Kinder kochen. Vor gut 15 Jahren kam die gelernte Hotelfachfrau nach Deutschland. Dann lernte sie ihren jetzigen Lebensgefährten Karl kennen. Der hat in Hockenheim eine Werkstatt. Und seine Königin wollte damals ihren Fiat Punto repariert haben. Mit der Folge 2 gemeinsame Kinder. Julia 9 und Jamie 6 Jahre. Nach der Schule und dem Kindergarten geht's in die Werkstatt. Julian will später auch mal Automechaniker werden, wie der Papa. Dass der jetzt zu einer afrikanischen Königsfamilie gehört, konnte Karl zuerst gar nicht glauben. Aber es gibt ja nur Märchen, so eigentlich. Und jetzt ist es ein Stück Wahrheit, ja. Ich muss immer jetzt 2 Schritte hinter ihr laufen. So wird's kommen. Natürlich fliegen alle zusammen nach Ghana. Erstmal nur für 3 Wochen. In ihrem neuen Königreich gibt es zwar keine Kartrennbahn, aber dafür vielleicht ein neues, spannendes Leben.